Ja, dann dürft ihr abhocken und ich darf euch währenddem erzählen, dass heute der Andrea Di Melio bei uns ist und zu uns wird reden. Du darfst gerne gleich vorkommen. Da zwischen uns stehen. Ja, und da die auch nicht alle kennen von hier, haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar stelle ich die erste. Ja, wer bist du, Andrea? Der Andrea Di Melio, der sagen nur der Di Melio, der sagen der Andi, der sagen der Italiener. Ich habe so viele Namen, je nachdem, wo ich bin. Komplette Identitätskrise. Ich könnte mir heute noch einen neuen Namen geben. Ich bin in Mosendorf aufgewachsen, wohne jetzt in Tschömbühl. Ich habe zwei wunderschöne Kinder. Der Aiden ist der Neue, der ist vor 11 Wochen und 2 Tagen auf die Welt gekommen. Und da war ich vor über 2 Jahren auf die Welt gekommen. Es macht mega Spass. Liebe, liebe Grüße von meiner geliebten Frau. Sie kann jetzt leider nicht mehr so mitkommen, wenn ich rede. Der Grund ist die ältere Tochter, weil die rast immer auf mich zu, wenn ich irgendwo stehe und schreit. Und das ist nicht mehr so hilfreich. Danke vielmals. Der wird uns wundern, was machst du am liebsten an so einem heißen Tag, wie wir heute einen haben? Tennis spielen. Tennis spielen? Yep. Gut. Wäre mir jetzt definitiv zu heiß. Ja, und dann kommen wir zur letzten Frage. Welches Erlebnis kommt dir in den Sinn zum Wort Weg? Der Weg daher. Wir sind noch gut mit den Bergen gewesen für ein paar Tage und ich hätte früher da sein. Tut mir leid, Juvis, ich weiss, du hast mir schon vergeben. Wo bist du? Dort. Und wir sind zu spät gekommen, weil auf dem Weg hat der Jüngste ein bisschen eine Krise gehabt und wir immer wieder mehrmals anhalten müssen. Darum bin ich fast eine Stunde zu spät gekommen. Aber es hat gelangt. Genau, nicht ein gutes Erlebnis. Soll ich noch etwas Besseres erzählen? Ja. Ja? Okay. Am 18. April, wann war es? 2020, ach, genau. Waren wir bei Freunden in Chur. Und sie haben dann gesagt, wir wollen in die Lenzerheide wandern. Und als sie das haben gesagt haben, habe ich gesagt, wenn wir dort wandern, werden wir den Roger Federer treffen. Und ich bin mega Roger Federer-Fan. Immer noch, wenn er aufgehört hat, Tennis zu spielen. Und meine Frau hat ihnen gesagt, wenn er das so sagt, dann wird es passieren. Und dann sind wir dort wandern und haben Gott darum gebeten. Ich wusste, irgendwo dort hat er ein Haus, eins von 100 Augen. Und haben ihn darum gebeten, uns den Weg zu zeigen. Und wir waren irgendwo in einem Wald, haben nicht gewusst, ob links oder rechts, weil immer gebeten, links oder rechts. Und irgendwo haben wir dann einen Weg gefunden zu einem Haus, das so eine Tenniswange hatte. Und wir haben gewusst, das ist das Haus von Roger Federer. Lange Geschichte kurz. Wir sind dann wieder zurückgelaufen und beim Zurücklaufen ist ein Auto runtergefahren. Es war während dem Lockdown, Corona. Und der Roger ist dort gehockt. Und als ich ihm gewunken habe, hat er tatsächlich angehalten. Und wir konnten zusammen reden und ich konnte ein Foto mit ihm machen. So gut. Also Weg daher, Weg zum Roger Federer. Und wir sind gespannt, was du uns heute erzählst über den Weg von Liebe. Und für den Anfang möchte ich sehr gerne noch für dich beten, Andi. Ja, Vater, ich danke dir für den Andi. Danke vielmals, dass du ihn rechtzeitig hierher gekommen und ja, du hast dir schon überlegt, was du heute uns sagen willst. Und ich danke dir dafür, dass du den Andi heute brauchst, als Sprachrohr zu uns. Ja, dass er von dir die Worte darf empfangen, die du für uns hast. Danke, bist du bei ihm, bist du bei uns, bist du da. Amen. Amen. Merci. Sehr gerne. Jetzt ist es so, wenn ihr Fragen habt, also wenn der Andi davor etwas erzählt und ihr findet, ah, das möchte ich noch ein bisschen genauer wissen oder wie meint ihr das oder wie auch immer, dann habt ihr die Möglichkeit auf slido.com mit dem Hashtag PressBern eure Fragen zu stellen und wir wählen am Schluss dann auswählen. Manchmal können wir auch alle beantworten, welche das wir dem Andi noch stellen, wo er uns noch eine Antwort gibt. Genau. Und dann überlegen wir das Feld dir. Danke vielmals, Andi. Hey, merci. Danke euch. Ja, bleiben wir doch auf dem Weg. Das ist ein guter Übergang. Und zwar bin ich vor ein paar Monaten auf dem Weg nach Darmstadt, Deutschland, mit dem Zug.
und habe ein Abteil gefunden, wo ich allein sein konnte. Ich habe gearbeitet und Predigten gehört. Und irgendwo bei einem Zwischenstopp ist eine ältere Dame reingekommen, ziemlich sicher über 70, und hat sich vis-à-vis von mir hergehockt und hat mit mir angefangen. Und die Frau war so neugierig. Sie hat gefragt, wer ich bin, und dann hat sie erkannt, ich bin von der Schweiz. Wir waren aber schon in Deutschland. Und dann so, ah, du bist von der Schweiz, wo von der Schweiz bist. Und ich musste ihr alles erklären. Und dann, woher gehst du jetzt und was machst du dort? Und ich habe gedacht, Kollegin, ich will eigentlich noch arbeiten. Aber irgendwann bin ich dann so tief im Gespräch verloren mit ihr, wo ich wusste, ich komme nicht mehr zurück. Und ihr erzählt, hey, wir sind gerade einen Film produzieren über das Leben von einem ehemaligen YouTuber, der an Krebs gestorben ist, leider. Und dann hat sie gesagt, ah, ihr Mann ist auch vor 5-6 Wochen auch an Krebs gestorben. Und dann bin ich gerade ein bisschen erschüttert und habe gesagt, oh, das tut mir leid, mein grösstes Beileid zu dem. Und dann hat sie gesagt, ach was, der Marvin, das war schon lange Zeit bei ihm. Er hat brutal getönt. Dann hat sie aber weiter erzählt, weil sie gesagt hat, dass sie glücklich verheiratet war, über 52 Jahre lang. Und hat gesagt, wie glücklich das sie war, dass sie ihn natürlich auch vermisst. Und dann war ich plötzlich der, der ihre Frage stellen wollte, wo ich dann wissen wollte, was macht es aus, über so eine lange Zeit eine glückliche Ehe zu haben. Und als ich die Frage ihr gestellt habe, hat sie gelacht. Gelacht und gesagt, viele Kompromisse eingehen. Jetzt die geheiratet sind oder in einer längeren Beziehung, sind die, die jetzt gelacht haben. Und die anderen werden das früher oder später noch entdecken. Und ich habe gedacht, hey, wenn eine Frau vor mir hockt, die über mehrere Jahrzehnte hinweg glücklich verheiratet war, hat sie wahrscheinlich etwas von Liebe verstanden. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir irgendwo mit der Liebe ein ähnliches Erlebnis gehabt. Vielleicht, als man 11 oder 12 war, hat man sich das erste Mal so ein bisschen in jemanden verliebt. Und mit 12 hat man das Gefühl, dass ich liebe jemanden und jetzt weiss ich endlich, was Liebe bedeutet. Man hat das Gefühl, dass man ultimative Wahrheit von Liebe lebt, weil die Gefühle so echt und intensiv sind. Und ich weiss jetzt nicht, wie alt ihr alle werden sein, aber die Chance ist gross, dass ihr vielleicht so mit 15, 16 dann mal nicht nur in jemanden verliebt seid, sondern vielleicht in diesem Alter mal die erste Beziehung auch werdet haben. Bei mir war das so der Fall. Und dann kommt dann vielleicht wie dann der Moment, wo man denkt, jetzt weiss ich wirklich, was wahre Liebe ist. Und wir sind zusammen und wir werden unser Leben lang zusammen bleiben, wir werden Kinder haben und zusammen sterben. Und ich will das nicht irgendwie prophezeien oder deklarieren, aber oftmals zerbricht man eine Beziehung in diesem jungen Alter aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und dann kommt die nächste Krise. Vielleicht denkt man, wie hätte er mir das nur antun können? Er hat mir versprochen, dass er immer bei mir wird sein und ich habe ihm die besten Jahre von meinem Leben geschenkt. Und bin hier zum Sagen, wenn du das jemals wirst denken oder hast gedacht, dass du mit 15, 16 noch lange nicht die besten Jahre von deinem Leben hast. Ich verspreche dir, tu dir den Tag zurückerinnern und hab Hoffnung. Ich bin 33 und kann tatsächlich sagen, dass das Leben immer noch besser wird und besser wird. Und gleich ist es für mich lustig, was die Liebe den Leuten auslösen kann oder was die Menschen über die Liebe glauben. Weil es ist nicht erstaunlich, dass Liebe etwas ist, wo wir uns alle irgendwie so fest danach sehnen und es wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Aber gleichzeitig ist Liebe auch genau das Thema oder der Ort, wo wir am meisten Verletzungen erleben können. Dass dort, wo du vielleicht jemanden gern hast oder dort, wo dir vielleicht jemand sehr gern hat, leider oftmals so das Potenzial vorhanden ist, dass am meisten Verletzungen passieren kann. Und gleich leben wir in einer Kultur, in der wir fast nicht von dieser Liebe flüchten können. Ich meine, wir haben heute immer noch Musiker, die immer wieder Lieder über die Liebe schreiben, obwohl sie die wahre Liebe noch nicht gefunden haben. Wir haben immer noch Schauspieler, die Filme machen über die Liebe, obwohl sie die wahre Liebe noch nicht gefunden haben. Und obwohl viele die wahre Liebe noch nicht gefunden haben, aber immer wieder vielleicht von Liebe sind verletzt worden, gibt es Millionen von Leuten, die mit der Hoffnung am Tag aufwachen, endlich die wahre Liebe zu finden. Warum? Weil vielleicht ist es doch so, dass irgendetwas in uns innen sagt,
dass dann, wenn wir die wahre Liebe gefunden haben, wir zu einem besseren Mensch werden und die Liebe uns irgendwo durch heilen kann. Die Liebe ist schon fast wie ein Feuer. Es ist die Leidenschaft, das Feuer, das die Fähigkeit hat, unser Herz zu erwärmen, aber auch ein Haus nicht brennen zu lassen. Sie hat die Fähigkeit zu heilen, aber auch zu zerstören. Und dann muss man sich fragen, was ist die Liebe genau, wenn sie Gutes machen kann, aber auch das Potenzial ausweist, Sachen zu verletzen. Oder wie erklärt man etwas, das in anderen Kulturen oder Generationen eine andere Bedeutung haben kann? Ich meine, früher war es Liebe auf den ersten Blick. Heute ist es oftmals Liebe auf den ersten Klick oder auf einen zweiten Swipe, ich weiß es nicht. In anderen Kulturen muss man die Person lieben, die man heiratet, wo sie für einen gewählt wurde. Jetzt in unserer Kultur tut man grundsätzlich die Person heiraten, die man liebt, wo man sie selber hat gewählt. Was genau ist denn die Liebe? Ist es ein ständiges Eingehen von Kompromiss, wie die Frau im Zug gesagt hat? Ist es irgendwie ein komischer Trick von der Natur, der das Fortbestehen von der Menschheit garantieren will? Oder steckt hinter dieser Liebe irgendwie sogar etwas Göttliches? Fakt ist, in unserer Kultur, egal wo man her schaut, es ist ständig ein Thema. Es gibt bekannte Slogans, die man überall sieht. In Bern sind jetzt für ein paar Wochen die Love-Flaggen gehängt. Love is love. Liebe ist so ein bekannter Slogan. Oder du nie etwas bereuen, wenn es im Moment sich gut hat angefühlt. Oder Liebe bedeutet, deinen eigenen Weg und dein eigenes Glück zu finden. Das sind nur hier und da so ein paar Sprüche. Und irgendwie ist Liebe an einen Ort gelangt, wo sie schon fast politisch geworden ist, wo man schon fast wie das Gefühl hat, dass einem wie aufgedrängt wird, was Liebe soll sein und was sie nicht ist. Und wenn du nicht mit dem übereinstimmst, dann bist du sowieso der grösste Dobel. Und viele Leute leiden unter dem Druck von einem gewissen Verständnis, das sie fast müssen haben, was Liebe soll sein. Aber schon hier würde jetzt ich einschreiten und sagen, hey, wahre Liebe verlangt niemals, dass du etwas Bestimmtes glaubst. Das hat nicht mehr mit Liebe zu tun. Liebe verlangt niemals eine Übereinstimmung mit einer gewissen Überzeugung. Aber auch in einer gewissen Gemeindekultur, hier und dort, hat sich ein falsches Verständnis von Liebe in Bezug auf Gott eingeschlichen. Und zwar ist es hier und dort mehr zu einer Kultur geworden, dass wir über die Liebe von Gott singen und nicht mehr über einen Gott, der die Liebe ist. Oder dass es bei der Anbetung mehr darum geht, irgendwie ein Liebesgefühl zu haben, anstatt der wahrhaftigen Begegnung mit dem Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und ich kenne ganz viele Freunde, auch persönliche Freunde, die sagen, warum muss ich noch irgendwie in einen Gottesdienst gehen? Ich kann doch einfach daheim Gott anbeten und mich dort von ihm berühren lassen. Und klar, es ist einfach daheim, super coole Worship anzulassen, Hillsong, Elevation Music, Bethel Music, was es alles gibt. Musik so lange laufen, bis man irgendwo ein bisschen Hühnerhaut hat und das Gefühl hat, ah, jetzt habe ich die Liebe von Gott empfangen, das reicht. Aber versteht ihr, wir kommen nicht nur primär daher, um Liebe zu empfangen, sondern auch um Liebe weiterzugeben, um dem Nächsten zu dienen. Die Leute können zu ermutigen, die vielleicht da sind, die das daheim nicht würden bekommen, Ermutigung. Weil ich bin davon überzeugt, dass Liebe nicht immer nur eine Position einnimmt, die sie empfiehlt, sondern Liebe hauptsächlich den Wert trägt, etwas weiterzugeben. Und dort müssen wir aufpassen, dass wir die Anbetung zum Beispiel nicht nur aus gut beurteilen, wenn es ein gutes Gefühl in uns tut, auslösen. Weil unsere liebenden Gefühle dürfen nie über dem Wort Gottes stehen. Es gibt auch ganz viele Leute, die ich kenne, die sagen, ich kann fast nicht glauben, dass ein liebender Gott, und wenn ich ihn anbete, habe ich all die Liebesgefühle. Und wie kann dieser liebende Gott Leute in die Hölle schicken? Wahrscheinlich gibt es gar keine Hölle. Hat das schon mal jemand gehört? Oder bin ich der Einzige? Und meine Frage an solche Personen ist jeweils, wie fest spielen die Gefühle eine Rolle,
wenn das Wort Gottes irgendwo durch klar zu einem Thema ist. Und ja, Gott ist Liebe. Das ist es so. Aber unsere Kultur hat die Liebe fast zu einem Gott gemacht. Aber es ist Gott, der die Liebe eigentlich definiert. Und Leute, es ist vielleicht nicht einmal Gott, der die Leute in die Hölle schickt, sondern es sind die Leute selber, die sich entscheiden, in die Hölle zu gehen, weil sie gegenüber Gott ein rebellisches Leben leben wollen. Er ist ein liebender Vater. Und gleich dürfen wir die Wahrheiten, die da drin verborgen sind, nicht ignorieren, sondern die Wahrheit in der Liebe anderen Leuten weiterzugeben. Vor ein paar Jahren bin ich mit einem Jugendpastor essen. Und er war Führer für Jesus Christus. Er war viel auf der Straße, hat den Leuten von Gott erzählt, hat für die Leute gebetet. Und hat mir gesagt, Andi, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Straße raus. Ich kann nicht mehr für die Leute raus beten, weil ich spüre keine Liebe mehr für die Leute. Dann hat er mir 1. Korinther 13 zitieren, wo es heisst, dass wenn man Sachen nicht in der Liebe macht, man eigentlich ein Heuchler ist. Und dann hat er gesagt, wegen dem muss ich aufhören mit dem, weil sonst bin ich ein Heuchler. Hat sich super angetönt, wirklich gedacht, boah, was für ein weiser Mann. Und als ich dann überlegte, habe ich gedacht, was für eine Lüge vom Find, wo er hat davon glauben. Sein Gefühl, die Liebe für die Leute nicht zu haben, hat ihn davon abgehalten, die Botschaft von Liebe den anderen Leuten weiter zu verkünden. Aber es ist die gleiche Bibelstelle, 1. Korinther 13, ab Vers 4 lese ich jetzt, wo Folgendes sagt. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Aber hier der Satz, sie sucht nicht das Ihre. Und wenn man immer nur das macht, wo man sich danach fühlt, sucht man doch eigentlich den Egoismus in dem Sinn. Die gleiche Anbetung, wenn man Gott nur anbetet, wenn man sich danach fühlt, tut man eigentlich sich selber anbeten, wo man nur dann in die Anbetung reinstehen will, wenn man mit dem Gefühl übereinstimmt. Und ich kann euch sagen, die beste Anbetung passiert immer dann, wenn man sich nicht danach fühlt und durch eine Entscheidung die Hänge aufnimmt und sagt, Gott, du bist immer noch gross. Und ich habe gefragt, hey, wie hat sich Jesus gefühlt, für uns ans Kreuz zu gehen, als er im Garten Gethsemane hat gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Wenn es möglich ist, gib mir einen Weg, wo ich nicht muss leiden. Er hat sich nicht danach gefühlt, für uns ans Kreuz zu gehen. Aber er hat es gemacht, aus ultimativen Akt von Liebe. Weil die Liebe so viel grösser ist als ein Gefühl. Es ist eine Entscheidung von Hingabe. Es ist etwas, das opfernd für einen persönlich ist, wo den anderen Leuten um dich herum das Gut wird kommen. Du kannst etwas weitergeben und nicht lieben, aber es ist unmöglich zu lieben, ohne dass du weitergehst. Liebe in der Natur ist immer opfernd. Johannes 3,16, was für ein wunderbarer Vers. Weil Gott hat die Welt so fest geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hat gegeben. Er hat das Wertvollste gegeben, das jemals hat existiert. Darum war das der ultimative Akt der Liebe. Und ich habe dem Jugendpastor gesagt, schau, wenn ich für Leute bete, oder auf die Straße gehe, oder meinen Freunden von Gott erzähle, es ist so selten, dass ich das Gefühl der Liebe habe, dass ich jetzt das machen soll. Aber wenn ich am Punkt bin, wo ich über Gott am Reden bin, oder wenn ich für jemanden bete, dann kommt oftmals seine Liebe in diesem Moment. Aber es spielt keine Rolle, wenn sie auch nicht kommen würde. Weil ich so wie Jesus leben und mein Leben hergeben, auch wenn ich nicht danach fühle. Und es ist wichtiger, dass die Menschen die Botschaft von der Liebe spüren, als dass ich höre, sorry, als dass ich das Gefühl von Liebe jetzt haben muss, ihnen irgendwie etwas zu erzählen. Als ich mit dieser Frau im Zug war und mit ihr über das Thema Liebe geredet habe, bin ich wie zurückversetzt worden in eine Zeit von meinem Leben, wo ich 20
bis 22 war. Und vor 13 Jahren bin ich auf Amerika gegangen, habe dort eine Bibelschule gemacht, in Kalifornien, Redding, Bethel School of Supernatural Ministry, vielleicht kennen das die einen. Und in dieser Schule hatte es Tausende von Studenten gehabt, von ganz vielen verschiedenen Kulturen. Und mich hat es interessiert, ich habe immer so ein bisschen die Leute beobachtet und die älteren Pärchen habe ich immer wieder rausgepickt, wo ich gemerkt habe, die lieben sich noch so, wie sie sich das erste Mal hatten getroffen. Und ihnen die Frage gestellt, was macht eine gute Ehe aus? Was bedeutet Liebe? Und ich war auf dieser Suche nach Liebe, weil es etwas war, was ich als Kind nicht kennt. Ich hatte keinen lieblichen Vater, zum Beispiel. Ich bin ohne ihn aufgewachsen. Und dort hat der Teil von einer männlichen Person in meinem Leben gefällt, wo mir Identität zusprechen konnte. Es war sehr viel Streit zwischen meinem lieblichen Vater und meiner Mami. All meine besten Kollegen, die ich mit ihnen aufgewachsen bin, haben sich die Eltern auch entschieden. Ich war mehrmals dabei, wo Sachen durch die Scheibe geflogen sind. Eine Wodkaflasche, viel Aggression, viel Streit. Und ich konnte nie als Kind in einem Umfeld sein, um zu schauen, was es bedeutet, ein gutes und ein liebendes Familienleben dürfen zu leben. Und darum bin ich in Redding, dann in Amerika, auf dieser Suche nach Antworten, nach wahrer Liebe. Und spannend war, ich habe die Antwort aufgeschrieben. Und die Leute haben eigentlich das Gleiche immer wieder gesagt. Könnt ihr das aufschreiben für euren zukünftigen Partner, für eure Ehe? Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist jetzt verliebt in diesem Moment? Wer ist heute Abend gekommen? Wow. Frage nicht weiter. Ich will nicht zu persönlich werden, ein bisschen schon, aber nicht zu fest, okay? Ich kann dann sagen, vielleicht kann ich etwas einfädeln. Ich bin ziemlich gut, wenn es darum geht, Leute zu verkoppeln. Eine Geschichte, das ist jetzt kein Witz, das ist jetzt reiner Zufall. Ich und meine Frau waren mit den Kindern eben in den Bergen, mit einer guten Kollegin von mir, das war so ein bisschen die ältere Schwester. Und die ist mir auch auf Amerika besuchen, das habe ich erzählt. Dann war sie der, mich besuchen, und ich gesagt habe, Andi, gibt es nicht jemanden, den du kennst, wo mein Mann könnte, jemanden, der zu mir würde passen? Dann habe ich überlegt, mal, hey, der Michel, mal, der könnte einer für dich sein. Und dann habe ich connected mit dem Mitbewohner von Michel irgendwie, dass ich die kennengelernt habe. Und er hat meinen Kollegen eingeladen, wo der Michel ja dort wohnt. Und er ist, Sarah heisst sie, meine Kollegin, ist sie dort reingegangen. Das erste Mal der Michel gesehen und hat sich vorgestellt, hallo, ich bin deine zukünftige Frau. Kein Witz. Und die haben geheiratet und sind bis heute glücklich verheiratet. Von dem her, gute Trefferquote. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren, aber es macht nichts. Stimmt nicht. Die drei Punkte, was es ausmacht, wahre Liebe zu leben. Und ich glaube, das kann man auch auf Freundschaften übernehmen, aber genauso wie auf Partnerschaften. Sie haben gesagt, schau, ihre Ehe, geht es nicht darum, 50% zu 50%. Es bist du 100% für sie und sie 100% für dich. Wow. Zweiter Punkt. Deine Liebesquelle soll nicht die Frau sein oder der Ehepartner oder der Freund, sondern Jesus höchstpersönlich. Und hab möglichst wenig Erwartungen an den Partner, dann wird es dir auch besser gehen. Der dritte Punkt, und der wird nicht bekannt vorkommen. Die ständige Bereitschaft zu haben, Kompromisse einzugehen und auch Bereitschaft zu haben, den Leuten zu vergeben. Und ja, wenn man opfernd sein Leben hergeben will für die Liebe, sei das im Namen von, du lebst in einer Ehe für deine Frau, für deinen Mann, in Form von deine beste Kollegin oder die beste Freund, in Form von vielleicht jemandem mal von Jesus Christus erzählen, dann wirst du immer an Ort kommen, um Kompromisse einzugehen und hier und dort den Leuten auch zu vergeben, wo sie je nachdem auch nicht gut reagieren. Der Hochzeitsvers von mir und meiner Frau ist folgender. Im Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das grösste Zeichen von Liebe ist es,
etwas herzugeben, was jemandem anderem gut kommt. Und es ist die Liebe allein, die das Geheimnis versteht, andere zu beschenken und dabei selber reich zu werden. Und wir in unserer Kultur, wir leben in einer riesen Spannung. Die Worship Band kann übrigens hochkommen. Weil unsere Welt, unsere Kultur, hat man fast das Gefühl, dass die Liebe wie verlangt. Wenn du mehr liebst, dann machst du das. Wenn du mehr liebst, dann tust du das. Wenn du mehr liebst, dann sagst du das. Wenn du mehr liebst, dann glaubst du das. Und eigentlich hat es nicht viel mit Liebe zu tun, sondern mit Lust. Weil Lust verlangt. Und es ist die Welt, die sagt, wenn du mehr liebst, dann machst du das. Aber das Reich von Gott sagt, wo ich dich liebe, mache ich das. Wo ich dich liebe, opfere ich das. Und wir müssen uns entscheiden, was wir über die Liebe glauben wollen oder welchen Weg von Liebe wir leben wollen. Wenn wir uns an eine Kultur anpassen, die aus meinem Verständnis mit dem, was Gott sagt, nicht mit der Liebe übereinstimmt. Oder wenn wir einen Weg gehen, wie Jesus den hat vorgelebt, der opfernd ist, der aber wieder herstellt, der Leben bringt, der dient, wo etwas, was ich herausgefunden habe, und das könnt ihr noch aufschreiben, ist, dass es bei Liebe gar nicht darum geht, die richtige Person zu finden, sondern zur richtigen Person zu werden. Weil wenn es darum geht, die richtige Person zu finden, dann geht es darum, was die Person dir geben kann und welche Erwartungen dass sie dir erfüllen kann. Und glaubt mir, ihr werdet nie die perfekte Person finden. Aber wenn es darum geht, zu welcher Person du kannst werden, dann fährst du dir Gedanken machen. Welche Werte will ich in Bezug zur Liebe leben, damit andere Leben von mir empfangen können? Wir sind nicht nur ein Wesen dazu geschaffen worden, Liebe zu empfangen, sondern genauso Liebe weiterzugeben. Und Jesus ist jetzt hier und lädt uns ein, neue Gefäße von der Liebe zu werden. Wo wir an Ort kommen können, seine Liebe zu empfangen, aber die genauso weiterzugeben. Und die Liebe an der Welt zu zeigen, die momentan aus meiner Sicht in eine komplett falsche Richtung von Liebe geht. Und jeder Gott, der irgendwie von dir verlangt, dass du etwas machst, um seine Liebe zu verdienen, ist es nicht würdig, angebeten zu werden. Und darum ist Jesus gekommen und hat den Spiess komplett umgedreht. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, was wir machen müssen, dass wir zu Gott kommen können, sondern er ist gekommen, um zu zeigen, was Gott hat gemacht, dass er wieder zu uns kommen kann. Gott ist der Name, den wir brauchen, wenn wir ihn noch suchen. Aber Jesus ist der Name, den wir brauchen, wenn wir wissen, er sucht uns. Tut doch alle die Augen zu und tut euren Kopf am Boden. Und betet folgendes Gebet einfach mit mir nachher. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du heute mein Herz berührst, dass du mir offenbarst, was wahre Liebe bedeutet. Zeig du mir den Weg vor Liebe. Füll du mich mit deiner Liebe. Mach, dass ich mit deiner Liebe überfließe. Und nimm du mich bei der Hand auf dieser Reise für den Rest von meinem Leben. Und Jesus, ich lade dich auch in mein Herz rein, dass du über das kannst regieren. Ich gebe dir komplett mein Leben her. Weil ich weiss, dass du eine vertrauenswürdige Person bist. Ich gebe dir mein Leben, Jesus Christus. Behalte die Augen noch zu. Gibt es jemanden hier, der das Gebet in dieser Form zum ersten Mal hat gebetet? So ein bisschen die Übergabe vom Leben. Dann tu doch kurz die Hand auf. Gut, kann ich die Hand wieder runterhaben. Und wir werden jetzt nochmal in eine Zeit gehen von Worship.
nicht mit der Frage, wer Liebe ist, wo Gott ist Liebe. Er ist der, der Liebe definiert. Liebe ist seine Person. Aber mit der Sehnsucht zurück in die Anbetung, um zu verstehen, was Liebe ist. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich werden wir es nie können verstehen, weil wenn Gott die Liebe ist, ist die Liebe nichts anderes als eine nie aufhörende Offenbarung, die wir immer wieder neu entdecken können, auch wenn wir mal im Himmel von Angesicht zu Angesicht vor ihm werden stehen. Und danke dir, Vater, dürfen wir jetzt nochmal zurück in die Anbetung gehen, unsere Hänger haben, um dir alle Ehre zu geben, Herr. Weil wegen dem sind wir hier, wegen dem sind wir gekommen. Im Namen Jesus beten wir das. Amen.